Willkommen zurück zu einem neuen Vlog, zu unserem zweiten Bali-Vlog. Es kam ja bereits ein Vlog aus Bali online, da waren wir in der Nähe von Ubud. Falls ihr euch den Vlog nicht angeschaut habt, lege ich euch den mal hier oben hin. Auf jeden Fall dachte ich mir, vlogge ich heute mal weiter. Wir sind jetzt in unserem zweiten Hotel, und zwar auf Lembongan, und zwar schon seit 2 Tagen. Und heute ist auch schon unser letzter Tag hier. Also wir waren jetzt nur für 3 Nächte auf Lembongan. Und morgen geht es auch schon weiter. Ich dachte mir, ich nehme euch heute so ein bisschen mit. Wir haben die letzten Tage hauptsächlich wieder nur gechillt. Also im Pool oder im Meer. Und heute wollten wir so ein bisschen mehr von der Insel uns anschauen. Ich kann euch mal unser Hotelzimmer zeigen. Also hier ist das Bad. Das ist nichts Besonderes. Und dann kommt man hier jetzt mal rein. Da findet ihr ein Tomi und unser Bett, und dann haben wir in diesem Hotel einen Balkon, und das ist unsere Aussicht. Ja, also direkter Blick aufs Meer, und da haben wir so verschiedene Pools. Also das Hotel hier ist auf jeden Fall viel, viel moderner. Das andere war ja eher so traditionell. Und hier fühlt man sich jetzt nicht unbedingt so, als wäre man irgendwie auf Bali. Aber ich fühle mich trotzdem sehr wohl und ich finde es sehr, sehr schick. Welches findest du bis jetzt am besten? Das letzte. Ja, das letzte war halt so mega. Also da kam halt so die Kultur richtig gut rüber. Das finde ich auch da besser. Hier finde ich besser, dass es so ein bisschen neuer ist. Auf jeden Fall wollten wir heute zu den Devil Tears, weil die ganz viele uns empfohlen haben, und daneben ist noch der Dream Beach und der, wie ist Parrot? Nee. Weiß nicht. Zeig mal die Karte. Ja. Sunset Beach. Und wir hatten gestern eigentlich so überlegt, uns Roller zu mieten, weil das sagen ja eigentlich so immer die meisten, dass man am besten mit einem Roller vorankommt und dass es auch mega günstig ist. Und da hatten wir eigentlich gestern überlegt, das zu machen, aber dann hatte Tommy auf Instagram gefragt, und so viele haben irgendwie so geschrieben, was da alles passieren kann. Und wir sind beide noch nie Roller gefahren, und deswegen haben wir dann so ein bisschen Schiss bekommen. Ja, und jetzt haben wir uns hier so von dem Hotel so einen Shuttle einfach gemietet, was uns dahin bringt, was um einiges teurer ist. Aber dann fühlen wir uns wenigstens ein bisschen wohler bei der Sache. Wir sind übrigens angekommen, und der Wind ist hier so stark, ich weiß gar nicht, ob ihr mich so gut hören könnt. Also jetzt gerade wird er ein bisschen sehr, okay, jetzt gerade geht. Der Wind ist so stark! Hört ihr mich? Wir kommen hier gar nicht voran! Nee, aber wir haben gerade schon den Dream Beach gesehen. Und jetzt... Jetzt gucken wir erstmal nach den Devil Tears, und dann ja, erkunden wir ein bisschen die Übers echt richtig. Wow, mein Gott, ich komme mit der Kamera gar nicht rüber. I'm on my way now. Morgen! Hallo! So sieht es hier übrigens in der Restaurant aus. Und wir gehen jetzt frühstücken. Na, und da
geht es dann direkt zum Pool und zum Strand. So, ist jetzt meine erste Ladung. Das ist heute mal ganz süß. Und wieder Pancakes. So. Und der darf bei dir aber nur einmal der Strand hier bei unserem Hotel aus. Da im Hintergrund ist das Hotel. Wir reisen auch schon gleich ab. Also wir haben jetzt ungefähr noch eine Stunde und wollten jetzt noch Polaroid-Bilder machen. Wir vergessen das die ganze Zeit immer. Wir wollten eigentlich an jeder Destination immer welche machen. Deswegen machen wir jetzt noch welche hier am Strand. Hallo, ich blogge jetzt heute an einem anderen Tag bereits. Wir sind jetzt eben den ganzen Strand bei uns da so lang gelaufen, weil wir zu dem Waterblow wollten, was mir ganz viele empfohlen hatten. Das ist so ähnliches Spektakel wie bei den Devil Tears. Auf jeden Fall wollten wir uns das ansehen und dann sind wir dort angekommen und mussten halt feststellen, dass es abgesperrt war, weil die Wellen wohl jetzt gerade zu hoch sind und es dann gefährlich ist. Wir waren gerade so fertig. Ich glaube, wir waren nicht mal so fertig nach unseren Tagestrips wie jetzt, weil heute ist es irgendwie besonders heiß. Auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr erkennen, wir sind bereits in unserem letzten Hotel. Ich habe jetzt wieder die letzten Tage nicht gevloggt, sondern die Kamera mal ein bisschen liegen gelassen. Und ich kann euch ja mal unser Zimmer zeigen. Also hier kommt man rein und dann ist hier das Bad, Badewanne. Und so kommt man dann ins Zimmer rein. Hier ist das Bett. Und da ist unser Balkon. Ach, abgeschlossen. Ach, so. So sieht unser Balkon aus. Wir schauen da auf der Straße. Ich glaube, das ist jetzt bis jetzt unser schönstes Hotel, beziehungsweise es ist halt auf jeden Fall viel, viel größer als die anderen und viel schicker, noch ein bisschen gehobener, aber trotzdem hat es noch diesen, ja, balinesischen Touch, was ich sehr schön finde. Wir sind jetzt übrigens gerade in Nusa Dua, das ist unser letzter Stopp und heute ist auch schon unser letzter richtiger Tag, also morgen ist die Abreise. Ich muss sagen, dieser Ort war jetzt nicht so mein Favorit, da konnte man irgendwie nicht so viel machen wir in den anderen Orten und wir haben jetzt auch so gemerkt, so das nächste Mal würden wir alles ein bisschen anders planen. Wir hätten das lieber jetzt, glaube ich, letztendlich so gehabt, dass wir mehr auf den Inseln noch gewesen wären. Also Nusa Lembongan hat uns richtig gut gefallen und wir wären so gerne noch nach Nusa Penida gegangen, aber das hat sich jetzt einfach nicht mehr ergeben. Auf jeden Fall wollten wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen an den Pool. Und danach wollten wir später nach Jimbaran Beach fahren. Da war ich vor 2 Jahren auch mit Shanti, also unser Hotel war in Jimbaran. Und genau, da wollten wir heute hin, weil man von dort ganz schön den Sonnenuntergang sehen kann, was man von unserem Strand jetzt hier nicht so gut kann. Und da es unser letzter Abend ist, wollten wir nochmal gemeinsam einen schönen Sonnenuntergang sehen. Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe euch nichts zu sagen. Einfach sagen, dass du bloggen willst und dann zu sagen, ich habe euch nichts zu sagen. Hier, nimm sie wieder. Schaut mal, so sieht es übrigens hier aus, von unserer Lobby aus. Also echt richtig hübsch und riesig. Das da.
ein riesiges Dach und ein riesiger Schädel davor. Oh Leute, wir sind so tot. Oh. Wir sind vorhin nach Tebaran gefahren worden, aber der Fahrer hat uns dann irgendwo so am Strand so weiter in die Richtung ausgelassen, wo es uns gar nicht gefallen hat, obwohl man auch kein so schattiges Plätzchen hatte. Und dann sind wir einfach gerade, wie lange sind wir gelaufen? Eine Dreiviertelstunde sind wir jetzt in der prallen Sonne den ganzen Strand entlang gelaufen, bis wir hier so an einer kleinen Bucht gekommen sind. Und jetzt haben wir hier unser eigenes kleines Plätzchen. So, und ein Cut. Und ihr seht, ich bin auch schon wieder zu Hause. Ich habe jetzt gerade den Vlog geschnitten und habe gemerkt, dass ich kein richtiges Ende gefilmt hatte. Deswegen wollte ich gerne noch mal ein paar Worte an euch richten. Der Vlog war jetzt ein bisschen durcheinander und eher so aus ein paar einzelnen Aufnahmen so zusammengeschnitten. Aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ich habe euch versucht, noch so einen kleinen Einblick in unseren Urlaub zu geben. Aber wir wollten uns trotzdem ein paar Tagen auch einfach nur komplett entspannen und die Kamera mal liegen lassen. Aber es wird auch noch ein Hauptkanal-Video wahrscheinlich geben, wo ihr noch viel mehr Einblicke bekommt, weil ich habe auch noch mal so ein paar andere Aufnahmen bei euch gemacht. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Urlaub. Wir haben halt versucht, so ein Mittelding aus, wir erkunden Bali ein wenig, aber gönnen uns auch einfach mal Tage, wo wir komplett nur am Strand oder am Pool chillen, zu machen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind am Freitag wieder in Deutschland gewesen und hatten dann am Sonntag die Taufe meiner Nichte und sind dann am gleichen Tag noch den ganzen Weg nach Berlin gefahren. Und ja, jetzt sind wir seit gestern wieder im Alltag angekommen. Und ich bin jetzt auch ganz froh, wieder zurück zu sein und mich um ein paar Sachen zu kümmern. Und genau. Ich hoffe wirklich sehr, 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 es hat euch gefallen. Die Bali-Bilder kamen ja auch sehr gut bei euch an. Das hat mich auch sehr gefreut, beziehungsweise freut mich sehr. Und schaut euch auf jeden Fall dann noch das Video auf meinem Hauptkanal an, wenn es online kommt. Yes. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog wieder. Bye.